Leben ist Präsentation, Präsenzmachung, Aufspannung, Verwirklichung eines Wirklichkeitsempfindens von Raum und Zeit, nämlich von Ausdehnung, von Hebung der Lunge und Herzschlag, einschließlich des Vexierbildes des Unbewussten, das noch einen anderen Vorstellungsraum aufspannt, ohne hingegen dasjenige sich jedenfalls in den meisten Zeitmomenten zeigen zu machen, auf wessen Pulsationshintergrund, Kontrasthintergrund dieses Bild gemalt ist. Entweder Verunwirklichung der Wirklichmachung, entweder Auslöschung der hochgespannt sich beschleunigenden Zeit des Herzschlags oder des kreuchenden, jaktatorischen, oszillatorischen Jauchzend und Atmens, sich steigernden Atmens. Also all dem, was das Auslöschen der Bewegung der Lunge, das Zerspringen und Stillstehen der Zeit im Herzschlag bedeutet oder nicht bedeutet, alle Bedeutung erlischt. Eigentlich in Vorwegnahme des gesamten Prozesses, in jedem Wahrnehmungsprozess erneut immer wieder, indem jenes ankommende Bildchen gelöscht wird, ungeschehen gemacht wird, verunwirklicht wird, um dem nächsten frohlockende Bedeutung zuzuschreiben. Zeit, die im Laufe der Zeit sich beschleunigt, logarithmisch sich immer mehr zuzieht, seine tiefer liegende Schattenwürfe zeigt, seine Periodizitäten ankündigt. Bald wird es Winter. Zeit, die nichts anderes ist als der Versuch, die Atmung dissipativ aufrecht zu erhalten, den Spannungsbatterie, die Hochspannungsleistungskurve dissipativ aufrecht zu erhalten, vor dem unvermeidlichen Kurzschluss, aber die in dieser Spanne, in dieser Hochspannung, in diesem Spannungsbogen, all das erprobt, was eben Zeit gewesen sein würde,
geschehen sein würde, passiert sein würde, seine Aktionen vollzogen sein haben würde, oder? Aber den Protest gegen das Agieren hinausgezögert haben würde. Zuschlagen des Kairos, Zerspringen des Moments, Klopfen des Herzens, Drehorgel der Atmung. Jetzt wird es gleich wieder Sonnenuntergang sein.